Ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: Ja, Rasulullah, ich werde von Armut geplagt. Seit vielen Jahren leide ich Not. Dieser Mann war regelmäßig in der Moschee. 5-mal täglich, zu jedem Gebet. Im Ramadan verbrachte er die letzten 10 Tage sogar in der Moschee. Immer im Gedenken Allahs. Und er sagte zum Gesandten Allahs: Ja, Rasulullah, kannst du Allah nur um eines für mich bitten? Worum soll ich Allah bitten? Fragte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Bitte Allah um etwas Vermögen für mich. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam blickte ihn an. Der Gesandte Allahs hatte die Fähigkeit. Wenn er jemanden ansah, konnte er sehen, was jemanden Segen oder Unheil bringen wird. Er sagte zu dem Mann: Ich fürchte, wenn ich Allah darum bitte, dir Vermögen zu geben, wird es sich vom Guten und der Nähe zu deinem Herrn abbringen. Du wirst den Segen verlieren, den du jetzt hast. Ich schwöre, ich werde standhaft sein, sagte der Mann. Also bat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam um Vermögen für den Mann. Und Allah subhanahu wa ta'ala öffnete ihm die Tore zum Vermögen. Der Mann hatte Erfolg mit Schafen und Ziegen. Sein Geschäft blühte auf. Und plötzlich war er selten in der Moschee. Dann kam er nur noch einmal täglich zum Gebet. Nach einer Weile kam er nur noch zum Jumma-Gebet. Und dann blieb auch Jumma aus. Und er kam nur noch zum Eid-Gebet. Und selbst das hielt er nicht mehr ein. Er betete seine Gebete zu Hause. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam erkundigte sich nach ihm und ihm wurde gesagt: Oh, vor langer Zeit hat dieser Mann die Moschee vergessen. Sein Vermögen und seine Geschäfte haben ihn abgelenkt, bis er keine Zeit mehr hat. Keine Zeit mehr.